Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist so kalt. Stellt euch vor, wir sind gerade in der Antarktis angekommen. Der Hannes ist nämlich auch noch da. Da ist der Hannes. Moin. Ich hau rein. Guckt euch die Pfütze an. Der Hannes schwitzt jetzt schon vor lauter Angst. Da ist die Pfütze entstanden. Denn der Hannes möchte heute die Zwiebel-Challenge machen. Ihr wisst, der Kesto nach meinem Anraten hat die Zwiebel-Challenge gemacht und hat gekurzt und hat es nicht durchgezogen. Der Thomas hat einfach eine andere Zwiebel genommen und hat Tee dazu getrunken. Der Ramses hat dann diese gelben Zwiebeln genommen, die extra scharf sind, ohne zu trinken, ist halb gestorben, die Gedärme kamen schon aus der Nase raus. Und jetzt hat der Hannes mir nochmal bestätigt, das sind keine Gemüsezwiebeln, weil die zu klein sind. Mhm. Die Gemüsezwiebeln sind einfach nochmal deutlich größer. Also das ist zwar eine Zwiebel gelb. Und bei Gemüsezwiebeln steht nämlich auch immer im Internet, dass sie irgendwie einen süßlichen, milden Geschmack haben, aber die fand ich richtig scharf und brutal und ich hatte eine Woche danach keinen Geschmack mehr. Ich gebe dem Hannes jetzt erstmal das Messer, ungefähr so. Dann gebe ich ihm die Zwiebeln, ungefähr so. Und dann glaube ich aber, stelle ich es einfach hier hin. Und wir lassen den Hannes jetzt einfach mal machen in der Zwiebel-Challenge. Der Hannes macht die Zwiebel-Challenge. Da macht ein Bibbus nämlich ab. Ich fühle mich wie so ein Sportmoderator. Genau. Dann muss er die Zwiebel noch schälen. Ich habe das ohne Messer geschält, ja? Möchte ich gleich mal dazu sagen, dass ich da nur mit Kraft meiner Hand und meines Daumens da rumgewühlt habe. Und dann war das alles fort. Das ist okay, dass wenn das hier rumfliegt, das ist ja alles Natur. Dann haben wir die andere Zwiebel auch noch raus. Warum? Weil die auch noch gegessen wird. Der Hannes isst gleich zwei, sagt er. Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wenn der zwei ist, dann bist du der neue King of the Street, ne? Ich muss dazu sagen, die Zwiebeln, die liegen jetzt schon einen Monat bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wie das ist nach einer Zeit, aber ich traue mich gerade nicht mehr ran. Sagen wir es mal so. So, der Hannes entfernt die obersten 10 Hautschichten. Und dann tut er da so. Soll ich dir helfen? Soll ich mal hier dran? Oh ja, das kannst du ruhig. Soll ich an der hier rumfummeln? Ja. So, guck. Ja. Für mich ist das schon jetzt geschält. Einfach nur den Rest abbröckeln. Noch mehr Bröckel. Schon wieder Bröckel. Ja. Und da, wo nichts mehr bröckeln ging, da hat ja dann einfach. Guck mal, das sieht doch richtig gut aus jetzt. Ja, hier so unten. Hier oben das, ja, da musst du, hier musst du halt noch den Bimmel abschneiden. Den Bimmel abschneiden, jawohl. Damit man da, sonst kommt man da nicht hin. Das hält ja alles fest. Das sieht jetzt also auch gut aus. Ihr habt jetzt hier auch in Hannes seine Zwiebel. Die lege ich dir wieder dahin. Ich wünsche dir viel Spaß, ich sag nichts dazu. Okay. Wie gesagt, warum schneidest du die auf? Du musst sie essen wie einen Apfel. Dann ist das aber jetzt deine Bonuszwiebel. Die Sau, der cheatet schon wieder. Guck, der cheatet und der isst einfach nur so. Also da tut die schon, dass er die besser beißen kann. Mhm. Kennt ihr schon den neuen Film von Jean Reno? Der Zwiebelmensch. Da kommt schon ein Zwiebelgeruch entgegen. Zum Glück hört man die Kinder im Hintergrund, die Würggeräusche und fröhliche Sachen machen, dass man merkt, dass die Kinder fröhlich sind und keine Ahnung. Warum hast du die jetzt aufgeschnitten? Hat das einen Grund? Ist da jetzt was anders? Ja. Warum, wieso, was? Lass sie ruhig Zeit, ich stelle so lange noch mehr Fragen. Weil ich sie besser essen kann. Es ging aber nicht darum, die besser zu essen, sondern die einfach wie ein Apfel einfach abzubeißen und zu essen. Aber ja, ist okay.
Hier liegt ja noch eine, die zu ist. Die vielleicht nicht. Jetzt habe ich alles an der Hand. Riecht auf jeden Fall nach Zwiebel, okay. Findest du jetzt, sie ist scharf? Geht. Du siehst mir ein bisschen aus wie ein Thomas, so. So, gute Miene zum bösen Spiel, so. Herr Thomas hat auch gesagt, dass er gegen Ende richtig zu kämpfen hatte und dass er sich nichts anmerken lassen hat. Es zieht durch die Nase. Ja, weil meine Nase immer zu ist, deswegen kam natürlich dann alles aus der Nase rausgelaufen immer zu. Ja, das merkst du schon richtig, dass es durch die Nase zieht alles. Ja, ansonsten ist die Zeit natürlich deutlich besser, muss man schon sagen. Das ist die schnellste Zwiebel, die ich bis jetzt erlebt habe. Auch besser als der Teetrink Thomas und besser als der Speikesto und besser als der Light Ramses. Also, pusch. Suchst du irgendwas an der Zwiebel? Ja, aber du merkst wirklich die Schärfe schon. Ach ja? Mhm. Quatsch. Zu mir hieß es, die sind nicht scharf. Naja, aber wie gesagt, das sind auch keine Gemüsezwiebeln. Nee, das ist zwiebelgelb. Guck, das ist gelb, ne? Ja. Wahrscheinlich zwiebelgelb, aber wenn du die isst, dann kannst du es nicht mehr halten und dann pisst du dir eigen, weil dein ganzer Körper verkrampft und dann... Ja, so könnte ich mir das noch definieren, dass das zwiebelgelb ist. Bist du sicher, dass du die andere noch essen willst? Ich glaube, dann werde ich mal anfangen. Tja, deswegen wollte ich ja, dass du die nimmst und einfach nur reinbeißt und nicht schneidest, wenn das Schneiden das einfacher ist. Deswegen. So kann ich immer noch das Sündetürchen finden und sagen, ja, der Hannes, der hat die ja auch klein geschnitten, deswegen ging das so gut. Ich muss ja irgendwie begründen, wieso es so schlimm war bei mir und alle anderen einfach nur chillen in ihrer Dings. So. Wie gesagt, ich hatte danach bestimmt eine Woche lang oder so gar keinen Geschmack mehr. Mir hat alles, es war alles wund, die Zunge, der Gaumen, das Zahnfleisch, die Wangen, Innenseiten, alles, also egal was ich... merkst du auf jeden Fall, dass die Zunge jetzt schon drin ist und dass es hier oben steht. Egal was ich essen wollte, ich sah immer aus wie sonst was. Ja, das merkt man schon, ja. Hab mich immer gefühlt wie sonst was, meine ich, ja. Das heißt, das ist nichts mehr. Hannes, du musst es auch nicht übertreiben. Du kannst auch einmal reinbeißen und dann... Ja, dann beiß ich halt rein. Wir sind bei 8 Minuten. Ich weiß gar nicht, bei was ich war, aber ich glaube... Im Endeffekt, du würdest wahrscheinlich sogar 2 in der Zeit schaffen, wie ich eine. Lieber nicht? Nee, weil sonst konnte ich die anderen den Rest auch noch raus. Okay, alles gut. Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Es ist halt keine Gemüsezwiebel. Richtig. Es ist halt wirklich zwiebelgelb, ne? Was aber falsch im Rewe ausgeschrieben ist. Im Rewe steht nämlich an dem Regal Gemüsezwiebel und da liegen die drin. Und es gibt keine Gemüsezwiebeln im Rewe, es gibt nur die. Ja. Es gibt einen riesengroßen Sack, dann gibt es die Bio-Dinger, dann gibt es die Schalotten und dann gibt es die und da steht einfach Gemüse, Zwiebel, aber es ist Zwiebelgelb. Das ist nicht das Gleiche, liebe Rewe-Mitarbeiter. Ja. Da habt ihr uns ein bisschen an der Nase rumgeführt und wegen euch geht es dem jetzt schlecht. Na, schlecht nicht, aber dir echt. Geht's schlecht. So. Ja, mir geht's schlecht, mir geht's auch schlecht. Seht ihr, wie? Da ist schon, das hat er alles gerade rausgemacht, weil es ihm so schlecht geht. Genau. Ja, ansonsten, möchtest du noch was sagen? Abschließende Worte? Irgendwas? Wenn es eine Gemüsezwiebel wäre, dann würde es, glaube ich, jeder schaffen, weil die wirklich süßlicher und geschmackvoller ist. Aber die haut wirklich rein, also.
Das ist einfach heftig. Aber du hast sie trotzdem gut verkraftet, muss ich schon sagen. Ja, natürlich, klar. Also wenn du siehst, wie ich damit zu kämpfen hatte und wie lange sich das gezogen hat und wie ich da gelitten habe und welche Schmerzen ich hatte. Und ich wollte die ganze Zeit aufgeben schon, habe gesagt, ach komm, das Stück, noch ein Stück. Und ja, ja, es ist, aber ich muss sagen, ich musste bei der einen Zwiebel auch schon überlegen, ob ich jetzt nicht wirklich aufhöre oder weitermache. Aber ich habe weitergemacht, habe die verspeist und weil sonst wäre es mir wahrscheinlich genauso wie Kesto gegangen. Das ist erstmal überlegen, wie er heißt. Genau, keine Ahnung, wie er heißt. Aber nein, auf jeden Fall zwei auf einmal, das ist schon richtig derb. Also da fängst du mit 100%iges hier an, sich zu übergeben. Was machen wir jetzt mit dem? Die nehmen wir mit und machen daraus Zwiebelringe. Zwiebelringe? Ja. Paniert? Ja. Ohne Paniermehl? Gut. Ja, nur mit Mehl. Die panieren und sich von alleine. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt von unserer Seite aus. Ihr habt gesehen, der Ramses, der hat es ja gemacht. Der Hannes, der hat es jetzt auch gemacht. Und deswegen Respekt an jeden, der sich da so eine Zwiebel reinpackt. Und noch größeren Respekt an den, der sich die richtige Zwiebel reinpackt und das durchzieht, weil das war nicht von schlechten Eltern. Ich habe auch bei Unge im Stream gesehen, also habe extra danach dann mal gegoogelt, weil es hieß, der Unge hat das auch mal gemacht. Der hat auch so eine Zwiebel essen wollen, der ist auch durch die Hölle gegangen. Durch die Hölle, ja. Ich weiß nicht, was für eine Zwiebel er jetzt direkt hatte. Er hat gesagt, er isst eigentlich gern Zwiebeln, aber das war auch unglaublich. Es war unglaublich auf jeden Fall, was da passiert ist. Unterschätzt das nicht. Wer auf Scharfes steht und auf Herausforderungen, probiert es halt aus. Aber ich würde es auf jeden Fall keinen raten, einfach mal so leichtfertig, weil... Obwohl ihr merkt ja, wenn ihr sagt, ah nee, das ist nix, dann hört auf. Ansonsten, danke Hannes. Bitte gerne. Fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Immer gern wieder. Guck mal, da hängt der ganze Schnatter aus der Nase raus. Ah ja, trotzdem. Ein Hannes für unterwegs. Hannes to go. So. Schmackig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Ciao. Macht es gut.